Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Krustenserver. Genau. Wir haben gedacht, wir machen mal heute eine sehr ruhige Folge. Ja, wir haben gerade sehr spät in der Nacht. Wir haben, so wie man hier sehen kann, wir haben gerade 1.44 Uhr, wie es auf meinem mobilen Gerät steht. Auf mein Deckgerät Ja, steht. steht auf meinem 24 Zoll Bildschirm auch. Interessant, macht noch Werbung dafür. Wow, Auf da jeden berührt man Fall. was für eine Wir haben Marke. gedacht, wir machen einen. Wie heißt das nochmal? Mach du. Heißt The 90s Kids Tag. Genau, denn wir sind auch in den 90ern geboren, um genau zu sagen, in den 94er Jahren. Oder wie man das auch immer Ende sagt. 94, sozusagen fast in Ja. den 95er Jahren. Aber Genau. egal, wir fangen mit der ersten Frage an. Nämlich die erste Frage ist Lieblingsanime. Das habe ich auch gezogen. Ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben nicht wirklich Anime geguckt. Also eigentlich gar nichts. Ich habe mal natürlich Pokémon mal reingeschaut. Wir sagen, weil wir nicht Anime so geguckt haben, sagen wir einfach mal Lieblings Serie früher. Einfach mal so. Meine Lieblingsserie war okay, in den 90ern, okay, da war ich schon im Es gibt nicht nur Kindergarten. 90er Sachen, kannst du auch noch weitermachen, wo du noch in 2004 ist auch noch so 90er Ja, Kinder, okay, nehmen ne? wir erstmal im Kindergarten. Im Kindergarten war es auf jeden Fall Heidi. Die Teletubbies noch meine Mutter. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich die geguckt habe. Und der Sandmann. Ich habe auch gar nicht viel Fernsehen geguckt, nur abends halt, nur zum Schlafen gehen. Ja. Bei Bei dir? mir, also Kindergartenzeit auch Heidi und Pinocchio. Ah ja, Pinocchio war auch Ja, schön. das haben wir bei unserem Freund, haben wir das immer geguckt, den Film. Später auch den verfilmten davon, also original verfilmt. Der in Real Life. Ja. Grundschule war das dann Disneys große Pause. Boah, ja, das war die coolste Disneys Sendung. Wochenendkids. Ja. Typisch Andy. Angela Anaconda. Ach ja, im Kindergarten war es noch Auch mit Dr. der Lavi. Bär im großen blauen Haus oder Oh wie ja, so. das war aber schon auf Grundschulzeit ein bisschen. Oha, wie viele Monster gesponsen? Hey Arnold haben wir gerne geguckt. Duck haben wir gerne geguckt. Oggi und die Nein, ich Kakerlaken habe rausgetappt. haben wir geguckt. Boss, was kam noch? Fillmore habe ich gerne geguckt. Boah, was war da noch? Da war richtig viel. Zur Grundschulzeit haben wir vieles geguckt. Ja, da haben wir wirklich vieles geguckt. Ah, Zack und Cody haben wir gerne geguckt. Hannah Dann so. Montana, sowas halt, ne? Ja, Da waren wir aber schon Jugendliche. ja, 12, 13 so. Na, 11 waren 14, wir da noch. 15. Also Miley ist ja 2 Jahre älter wie wir und sie war halt 11, wo die Sendung angefangen hat. Da Ja, waren wir bei halt noch 12. 9, aber wir haben das. Okay, wenn es in Deutschland kam, glaube ich, ein Jahr später waren wir ungefähr, ja, 10, 11 Jahre waren wir ungefähr. Ja, ach so. Bis 15, 16 haben wir uns noch geguckt. Ja, bis es halt Dann. vorbei war, ne? Ja. War halt auch. War eigentlich, und dann später kam noch meine Schwester Charlie, haben wir auch gerne geguckt. Waren wir aber schon ein bisschen älter, aber fand ich trotzdem. Ich finde sowieso immer so, Serien kann man immer gucken, egal wie alt man ist. Ja. Ja, nächste Frage ist Lieblingssänger oder Sängerin? Zu Grundschulzeiten waren es Tic-Tac-Toe. Ich weiß nicht, kennt das jemand überhaupt? Ich weiß nicht. Meine Mutter hat die Musik von denen gehört und dann. Ja, die fand das so cool Ich bin irgendwie, immer mit diese dem Auto Musik. mitgefahren und dann lief die Musik halt immer da. Und dann habe ich mir irgendwann die CD gewünscht. Dann habe ich die CD bekommen mit den Liedern von denen. Und dann. Ja, keine Ahnung, ich mochte die irgendwie. Und dann mochte ich auch noch Nelly Furtado. Aber wir reden ja jetzt erstmal nur, reden wir erstmal, wir reden immer erstmal von 3 bis ungefähr 6. Ja, was weiß ich, So eine Sänger in der Kassette von Zeit. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg oder so. Aber wir haben oft, wir haben im Auto, kannst du dir erinnern, wenn wir irgendwo hingefahren Ja, sind, von haben wir diesen immer Musik Typen da, gehört. diesen Kindersänger, also der Jambo, Typ. Pfeife, sowas haben wir immer gehört. Ja. So halt, so Lieder, die in den Charts waren, sozusagen, die kennen wir alle von den 90ern Songs und so. Ja, natürlich. Weil wir die auch immer, wenn wir auf der Autobahn waren, übertrieben lange. Und mitgesungen haben wir die übertrieben, aber wahrscheinlich schon falsch im Englisch. Ja, natürlich. Wenn es mit 3 Jahren kannst du perfektes Ja, ein paar Englisch. Sachen konnten wir bestimmt aussprechen. Ja. Dann haben wir, ja, dann so Grundschule, würde ich sagen, haben wir sehr oft Nelly Furtado gehört. Ja, ich habe Tic-Tac-Toe. Das war halt Ja, hab ich meins. auch gehört, aber nicht Yvonne übertrieben jetzt. Katterfeld war auch mal eine kurze Zeit lang, als sie nur bei uns Bei mal in der mir Stadt war. war eine kurze Zeit lang, wo ich 12 war, Tokyo Hotel. Nur für 2 Wochen. Das war länger wie 2 Wochen. Nein, es waren 2 Wochen, weil Das war länger. von unserem Freund, die Schwester war Fan von denen. Und ich fand das irgendwie cool, weil die war ja älter und so. Dann habe ich einfach gesagt, ja, ich bin auch Fan von denen.
Das war's. Ich wusste überhaupt nichts über die. Nichts wusste ich über die. Ich war einfach nur so getan, als ob ich Fan bin. Dann kam später kam La Fee, aber auch nur durch Freunde. Oh Gottes Willen. Nur, also ist nicht wirklich Fan, das war auch nur ein Tag oder so. Das war einfach, weil unsere Freundin Fan war davon und ja, war ich bei denen, haben wir immer Musik gehört und dann hat die immer ihre Musik gehabt. Deswegen. Ja, die hat ja auch Musik gehört wie von High School Musical und sowas. Ja. Das haben wir zum Beispiel nie gemacht, ja, so Musicals gehört. Dann kam noch. Mir ist ein peinlich zu sagen, aber okay, so lange habe ich die gar nicht gehört. Da war ich, wie alt war ich da? 12, 11, 10. Da ja. War doch immer diese Zeit auf Super RTL, war immer so Musik. Achso, diese Benderus, ne? Ja, sowas, davon fand ich auch. Oh also, Gott, wenn die in der Werbung liefen, habe ich die mitgesungen. Ich fand die sonst, furchtbar, diese Lieder, ey. Ja, ich, dann habe ich noch gefeiert hier, wie heißt die? Schnappi, das Krokodil, diese Scheiße. Als dann. Ob! Als ob du das cool fandest. Ich hab wirklich, wo wir 12 Jahre... Bitte schreib mal, wenn irgendeiner das kennt. Kennt das jemand? Da waren wir selber, wie alt waren wir? Wir waren noch selbst in der Grundschule ja, oder so, wo das war. Wir waren 11 oder 12. Nee, da waren wir jünger. Doch, ich weiß noch, da sind wir mit unserer Freundin. War ich Google bitte mal, wann das Lied bekannt wurde. Meiner Freundin haben wir immer so in der Küche so gespielt bei ihrer Oma. Und dann haben wir so gemacht, singen und tanzen und dann habe ich dieses Lied immer performt, immer. Immer. Ich weiß nicht warum, aber das war das einzige Lied, was ich auswendig kannte. Ja, bei mir war es halt in der Grundschule Tic-Tac-Toe, Nelly Furtado, ein paar Lieder von Xavier Naidoo, also ich weiß, wusste auch nie komplett alle Lieder. So lange. Natürlich. Nein. Natürlich. Das ist 2006 oder so, glaube ich. Fand ich, das ist da vielleicht wieder rausgekommen oder so. Dann war, wo ich älter wurde, war es dann so Miley Cyrus. Das war dann auch so gedacht, mit der Zeit mit Hannah Montana habe ich dann halt Miley gehört. Wer war da noch? Also eigentlich waren wir so als erstes Fan von der Musik. 2004. Ja, sag's doch. Warst du in der Grundschule noch? War ich da so ungefähr. Wir waren noch in der Grundschule. Nein. Wir waren 2005 in der Grundschule, mein Gott. Und, ja, dann halt, wie gesagt, Miley. Dann ja, mal... Das ist ja nicht mehr... Wer kam denn nach Miley in Musik? Justin, glaube ich, ne? Ja. Also Justin Bieber. Dann. Bisschen Selena Gomez? Ne, ich überhaupt nicht. Ich mag die überhaupt nicht, diese Schnäpfe. Party, da hast du trotzdem gehört, ey. So ja, nur Who Says, das war ein ältester, aber das konnte ich auch nicht lange hören, weil ich irgendwie diese Stimme von der so furchtbar finde. Bei dir auf jeden Fall kam nochmal Billy Racer. Nein! Bei mir war Metro Station. Boah, ja, den Linkin Park habe ich auch mal ganz kurz gehört. Boah, aber auch nur mit Dylan Cole. Dieses Ice Become So Numb. Das war das Einzige, was so geil war. Nicht viele Lieder. Und das eine noch, da war noch ein Lied, das war schön. Huch, das hast du viel rausgeholt. Ah ja, das war schön. Was hab ich noch gehört? Wir haben gestern noch haben wir ein Video geguckt von Miley und ihrem Bruder Trace, wo die performen. Können wir mal die Beschreibung packen, das ist so lustig einfach. wo die performen, wie hieß das mal? Hovering. Der Hovering. So. Nur der Bruder, ey. Ja. Das ist extrem. Das ist einfach so lustig gewesen. Das haben wir übrigens so gefeiert. Aber was habe ich denn nach Miley? Habe ich dann angefangen mit. Ja, dann kam Justin, dann Ed Sheeran. Nein, da war erstmal One Direction. Ja, One Direction habe ich dann gehört. Ed Sheeran? Ja, jetzt im Moment Ed Sheeran. Dann war mal. Dann kommt noch Shawn Mendes. Ja, den höre ich jetzt im Moment die ganze Zeit. Ich hab immer so eine Zeit, so eine Phase. Dann denke ich mir so, oh, ich will mal ein bisschen wieder was Neueres hören, also wieder was, ja, irgendwas hören. Sagen, bei mir war es auch so Miley. Dann war es Justin. Dann war es Cody Simpson. Ja, so Cody Simpson. Dann war es ein bisschen Eminem habe ich. Ich habe früher, genau, ich habe noch in so eine 6. Klasse oder so habe ich sehr oft Shakira gehört, ey. Ja, als sie so auch so bekannt wurde. Ja. Wir haben eigentlich so in der frühen Pubertät, sage ich mal, haben wir vieles gehört, was gerade so in den Charts lief. Da hat man sich gerade mal so, wir haben uns da für Musik interessiert. Also ich weiß noch, so als ich in der Grundschule war und unsere Cousine, die ja anderthalb Jahre älter ist wie wir, die dann, sag ich mal, 13, 14 war und wir waren halt noch so 11, 12, ne? Die hat immer gesungen, ne? Die hat immer rumgesungen. Da habe ich nie verstanden, warum die so viel rumsingt. Aber als ich in dem Alter genauso war wie die, hab ich verstanden, was das, warum das war. Dann hat sich einfach jeder irgendwie für Musik so extrem interessiert und hat irgendwie, wollte immer Sängerin werden und sowas halt, ne? Aber heutzutage ist das ja bei den Kindern schon bei 3 ja, oder so. Ja, ist halt normal. Manche haben es früher, manche nicht. So, kommen wir zur nächsten Phase. Lieblingssüßigkeit. Ich habe Nemo gefangen. Schön. Meine Lieblingssüßigkeit, als ich ein Kind war. Ja. Boah.
Hier, diese, wir hatten bei uns im Haus oben am Dachboden wohnte eine ältere Dame, die arbeitete beim Zahnarzt und die hatte immer so solche Brausebonbons und die waren das richtig. Das waren Traubenzucker. Ja, ist doch Brause fast. Nein. Ja, und die haben wir immer geliebt. Die hat die uns immer mitgebracht, wenn die hat immer gefragt, so, darf ich mal euch die Zähne gucken? Dann hat die bei uns die Zähne geguckt und dann, danach haben wir halt den Lutscher bekommen. Ja. Die hatte so, gibt's ja so, wie nennt man das so, angeklebt sind die so mehrere hintereinander so. Davon hatte die so bestimmt 20 Stück, eine ganze Tür runter, hing die. Haben wir auch gerne mal ein paar einfach geklaut. Und dann, ja, das war halt, wo wir noch kleiner waren, so Kindheit, sag ich mal so. Wo wir größer waren, fing das an bei unserer Oma. Die hatte immer so eine Schokoladentafel. Boah, ja, die war so geil, so voll mit Schokoladentafel. Mal mit Nüsse und mal auch ohne. Ja, das war so ein blau-weiß. Boah, und Rittersport, ne? Boah. Ja, die mit dem Keks, ey. Ja. Und die Joghurt. Nee, die mit dem Keks. Und dann kam später Milka, Schokolade. Ja, das war mein Spitzname in der Grundschule, Milka. Ja. Dann fing das an, in der Grundschule fing das dann auch an mit Center Shock. Schocks. Nein, Shop heißen die, glaube ich. Nein, Schocks heißen die. Ja, keine Ahnung, diese sauren Kaugummis, ja. Diese extrem sauren. Dann fing es an mit Hubba Bubba, dann fing es an mit diesen Monsterbällen. Boah, ja. Kennt ihr die? Diese weißen Kugeln, die man so ablecken muss und mittendrin ist so ein fetter Kaugummi-Klumpen drin, der richtig ekelhaft schmeckt, wie aus diesen Kaugummi-Automaten. dann gab es immer Süßtüten, Kratzeis, übertrieben Kratzeis. Das ist doch keine Süßigkeit, oder? Natürlich ist das schon eine Süßigkeit. Ja, aber es sehe ich nicht als Süßigkeit an. Ich sehe Süßigkeiten an, aber das, was man knabbert. Dann hier Toborolos, oder heißt die so? Diese Dreieckdinger, die so übertrieben hart sind. Ja, diese Pyramidenschokolade, so habe ich die mal genannt. Toborolos, irgendwie sowas heißen die. Ja, dann Bueno. Ja, genau, Bueno. Du hast immer Schokobons geliebt. Ich fand die so ekelhaft. Ich geliebt, aber... Doch, du hast die immer gegessen, ey. Haben wir noch gemacht. Du hast die ganze Packung immer gegessen, ey. Ja, und richtig ekelhaft, diese Schokobons. Was gab's noch? Oh Gott, ich sehe immer so früher. Ü-Ei, ey. Bäh. Ja, aber haben wir jetzt gesehen. Das ist der ekelhafteste Scheiß, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Noch ekelhafter wie diese Tafelschokolade, die Opa macht. Ja. Kennt ihr diese Tafelschokolade, die so von der Verpackung ist so Plastik? Nee, Plastik. Papier. Pappe, so. Und die ist einfach so rot-weiß. Die kann man vielleicht einblenden, wenn wir die haben. Und innen drin. Nee, die ist, glaube ich, noch. Die ist grün-weiß, glaube ich. Ja, ist verschieden. Kommt drauf an, was da drin ist. Die, jedes Mal, wenn wir Geburtstag haben, bringt der diese scheiß Schokolade und wir essen die nicht. Wir schmeißen die weg, weil die ist einfach so. Bäh. Ja, was haben wir noch geliebt an Süßigkeiten? Smarties. Oh, Baisers. Ja. Boah, ja, geil. Die haben schon mal beim Bäcker geholt. Ihr habt immer gesagt, es ist ekelhaft, aber irgendwann haben die auch gegessen. Und dann hat die Nies die auch so geliebt wie ich. Ja, aber ekelhaft sind die, wenn die mit Schokolade bezogen sind. Ey, das schmeckt überhaupt nicht. Es geht. Ne, finde ich überhaupt nicht lecker. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Das sonst wird lange. Lieblingsspiel. Ja, okay, da wir verrückte Kinder waren und mit unserer Fantasie gespielt haben, hatten wir im Kindergartenalter bis hin zum... Boah, wie alt waren wir da? 12? So, nein, so lange war das nicht gemacht. Doch. So 12 ungefähr. Da haben wir immer so eine Art Mutter-Vater-Kind gespielt. Erzählt, aber ja, ist ja egal. Jetzt haben wir ein paar neue Zuschauer da und die haben bestimmt nicht alle unsere Videos nachgeguckt. Was? Und ja, haben wir Mutter-Vater-Kind halt gespielt. Aber auf eine andere Art. Wir haben halt nur gesagt, wir haben eher gespielt Mutter und Sohn. Obwohl es nicht wirklich Mutter war, sondern eher das Patentante oder sowas. Ja, aber wir haben es als Mutter genommen. Ja, und zwar ist das eine Person, die heißt Justin. Und Justin ist das Kind. Und die Erziehungsberechtigte, sage ich mal. Die heißen echt so. Ja, ist Conny. Deine Angel ist kaputt gegangen, ne? Mhm. Heißt Conny und das sind halt wirklich so Familienmitglieder von unserer Familie. Ja. Also jetzt nicht direkte Familie, sondern eher von meiner Mutter, die zum Beispiel, die Conny ist die ihre Tante? Cousine, nee, ich glaube Cousine. Tante. Nein, Tante ist das. Ja, keine Ahnung. Und dann der Junge ist von ihrer, von der Tochter, also von meiner Mutter, die Tante oder Schwester. Die Tochter und die hat ein Kind und der heißt Justin, so. Das ist unser Großcousin. Komplizierter also, geht's nicht mehr, aber... ist unser Großcousin, so wie es immer gesagt wurde. Und und den fanden wir immer so... Inspiriert, weil der ist behindert. Also ist nicht bescheuert gemeint, der ist wirklich behindert. Ja, der ist geistesbehindert und... wir haben einmal mit dem gespielt, da haben die gesagt schon vorher, wir sollen aufpassen, der reagiert anders.
Ja, der ist mal so richtig ausgerastet, als wir mit, mit einer Kasse gespielt haben. Also Spielzeugkasse. Ja, dann haben wir so einen Cent, erst haben wir nochmal mit dem gespielt. Da hat er so einen Cent, na, irgendwie haben wir den einen Cent so weggenommen. Irgendwie sowas. Ja, der ist so schnell reizbar oder so. Da hat er die ganze Kasse auf den Boden geschmissen, das ganze Geld durch die Gegend geschmissen. Also wir dachten auch, sowas geht mit dem ab. Wir wussten natürlich, dass er das schon hat, ne? Ja, ja. Wir waren aber noch selber klein. Wir haben das gar nicht. 7 Jahre oder so waren wir. Ja, wir waren schon 8, 9 Jahre. Das ist sowieso nicht so, dass wir so winzig sind. Also, wir müssen ja kleiner gewesen sein. Wir haben, den. Ja, der ist jünger wie wir. Ne? Ja, der ist. Warte, der ist jetzt, glaube ich, 17, ne? Ja, glaube ich schon. Der ist so 3, 4 Jahre jünger. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich habe den das letzte Mal gesehen, da war ich selber so 8. Ja, ja, der wohnt auch nicht mehr zu Hause. Der musste in eine Anstalt. Ja, es war auf jeden Fall. Weil der hat doch noch einen Bruder, den der Schaden zugefügt hat. Der hat er auf dem Bett rausgeschmissen. Also. Ja. Auf jeden Fall, das war so. Ja, das war das. Und danach haben wir, wo wir was älter, also ab 8 Jahre haben wir eine Puppe zum Geburtstag oder zu Weihnachten, wir wissen es nicht mehr genau. Haben wir eine Puppe bekommen und haben mit der die schönste Zeit unserer Kindheit gehabt. Wir haben so viel Zeit mit dieser Puppe verbracht. Ja. Also wir hatten beide eine Puppe. Die hießen Annalena und Felix. Können wir ja vielleicht mal einblenden. Ja, die sehen heute nicht mehr so gut aus. Vielleicht haben wir noch ein Bild von früher. Ich habe kein Bild mehr von früher. Ich auch nicht. Deswegen, wir werden dann ein Foto machen und blenden die ein. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir mit denen sehr viel Zeit verbracht. Wir sind mit denen einkaufen gegangen, wir sind mit denen baden. Also jetzt nicht wirklich baden, wir haben denen nur die Füße erringt haben, weil die sind aus Stoff. Außer die Füße. Wir haben die eine Brücke runtergeschmissen, deswegen haben die so Kopfverletzungen. Richtig bescheuert einfach. Ja. Wir waren mit denen wirklich Klamotten shoppen und so, das war richtig bescheuert. Ja, jeder ist da so dumm angeguckt. Auf jeden Fall hatten wir dann noch, Polly Pocket, das hatten wir auch eine lange Zeit lang. Ja, das hatten wir. Wir haben bei uns so einen Gummiboden, so, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie der heißt. PVC heißt das. Genau. Und da haben wir so Vierecke drauf gehabt, so kleinere. Und dann haben wir immer Räume drauf gemalt mit Edding und so. Ja, konnte man wieder weg. Nein, nicht mit Edding, mit, wie heißen diese? Filzstifte. Ja, halt sowas. Das konnte man wieder weg. Und mit Lego haben wir dann die Wände gebaut. Boah, wir hatten noch eine Zeit, da waren wir so 12. Da hatte ich noch so eine Platte von Lego. Kennt ihr diese Platten, diese grünen Platten, wo du dann die Lego-Stände baust? Ja, gerade. Mit Lego haben wir dann die Wände gebaut. Ja, aber da haben wir stundenlang drauf gespielt. Mit Lego-Figuren und dem Polly Pocket dazu. Ich weiß noch, wir haben mal so um 8 Uhr angefangen damit zu spielen, also abends. Ja, bis 12 Uhr. Und dann auf einmal haben wir so auf die Uhr geguckt. Es kam wirklich vor wie 5 Minuten. Haben wir auf die Uhr geguckt, war schon 2 Uhr morgens. Es war so übertrieben, wie die Zeit vergangen ist. Wie wir einfach nur mit diesen Puppen da gespielt haben. Ja. Da waren wir aber schon so 12. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß das noch, weil wir noch diese Sarah getroffen haben und da waren wir schon älter. Das war der peinlich zu zeigen, dass die Polly Pocket hat. Das weiß ich nämlich noch. Und wir haben auf jeden Fall Fußball gespielt. Das ist aber jetzt nicht so wirklich ein Spiel, sag ich das mal. Fußball war unser Leben, ey. Von 11 bis 14 war das Geld. Boah, ja, Beyblades, geilstes in der Schule. Da haben wir uns richtig mit gebettelt in der Schule. Ja. Da musstest du den coolsten Beyblade haben und den schnellsten natürlich. Ich hatte so einen glitzernden. Wir hatten mehrere auf jeden Fall. Ja, ich hatte so einen grünen oder bläulichen glitzernden, richtig geil. Ich hatte blau auch. Wir hatten auf jeden Fall erstmal nur dieselben, dann haben wir irgendwann immer mehr bekommen. Von den Dingern. Ich hatte richtig viele, ich hatte so eine ganze Kiste voll mit den Beyblades. Die waren überhaupt gar nicht billig. Ja, ach nee. Ja, auf jeden Fall. Die waren cool. Was gab's noch? Ein Spielplatz. Die Natur, wir sind auf Bäume geklettert, wie sonst was. Ja, ich rede jetzt von Spielzeug. Ja, ich auch. Wir hatten noch, wir hatten auf jeden Fall Fahrräder, ein Fahrrad, Roller. Ist doch Spielzeug. Nicht wirklich, das natürlich, das ist ein Spielzeug. Wenn Erwachsene mitfahren, ist das auch noch ein Spielzeug, ne? Ja, natürlich, auch Erwachsene spielen. Ja, und wie hieß das nochmal, was wir hatten? Was? Ich weiß nicht mehr. Ah, wir hatten so einen Elektroroller. So wie es, wie kennt ihr diese elektrischen Autos, die so fahren mit Fernsteuerung? Hatten wir auch mit einer Barbie. Und das, also ja, aber so klein jetzt, also kein, wo wir uns draufsetzen konnten. War das auf jeden Fall. Und das Bescheute war, ich konnte, wenn Michels Roller da war, konnte ich den mitbewegen. Wir haben gleichzeitig beiden bewegt. Das ja, ich weiß noch, ich bin damit vor die Tür gegangen, wollte so am Bürgersteig fahren und dann hat die nicht drin die Fernbedienung betätigt und dann ist das Ding bei mir auf die Straße gefahren. Das wussten wir halt nicht. Was gab's noch? Ich hab leider gar keine Spielzeuge mehr. Ja, wir sind halt viel draußen gewesen, deswegen haben wir auch nicht wirklich Spielzeuge. Seil und so. In der Grundschule sind wir sehr viel Seilchen gesprungen. Immer so mit den Tricks, immer hier dieses, wie viele Kinder wirst du kriegen? 1, 2, 3 und dann musste man halt so viel, wie man halt springen konnte. Ja. Ja, das haben wir viel gemacht. Oder diese Rollen gemacht an so einem Klettergerüst.
Und so eine Stange. Die ganze Zeit sich so mit dem Knie so drum gedreht. Wir haben auch viel. Das haben wir die komplette 15 Minuten Pause lang gemacht. Ja, die komplette Pause haben wir nur so gedreht, ey. Ja, wir sind auch echt früh in die Schule gegangen, um das noch dahin auf das Gerüst zu kommen. Richtig furchtbar, wenn ich mir heute vorstelle, wie so 15 Minuten lang eine Rolle machen, ey. Boah. Ja, vor allem rückwärts, vorwärts, seitwärts, alles, ey. Ja. Was haben wir denn noch gehabt? Ja, das waren so die Hauptdinger schon. Ja. Ah, ich erinnere mich noch, als wir so 11, 12 waren, da hatten wir ein Kinderbett. Boah, wir hatten so oft Kinderhochschule, wir sind oft zu Sperrmüll gegangen, haben ein Turnistereis mitgenommen. Wir haben eher Kinderwegen mitgenommen, ey. Schule haben wir, genau, wir haben extra mit unserem Vater haben wir mal einen Buggy gekauft bei Toys R Us. Und was ist? Den hatten wir einen Tag lang, weil... da hatten wir richtig Spaß mit den einen Tag. Und dann am nächsten Tag kam ein Freund von uns zu uns, der so ein richtiger Tollpatsch ist, ey. Nein, der saß nur drin und wir haben... Der ist trotzdem ein Tollpatsch. Der saß drin, der ist ein bisschen größer und schwerer natürlich dann auch. Der saß auf jeden Fall drin. Wir waren auf jeden Fall schon 12, 13 oder so. Wir waren älter schon auf jeden Fall. Wir fanden es aber trotzdem cool. Und wir schieben den und nur einen kleinen Schritt nach vorne und der kracht ein und der ist einfach kaputt. Und wir so, können wir einen neuen haben? Meine Eltern so, ne. Dabei hat der nur 20 Euro gekostet. Ja, und nicht mal 10 Euro oder so. Der war da im Angebot sogar. Ja. Als wir das ja gesehen haben, sind wir ja sofort nach Hause gelaufen und haben gefragt, ob die den kaufen. Ja. Obwohl, dass die überhaupt den sonst gekauft haben. Ja, wir haben gebettelt, haben gesagt, ja, okay, komm, kauf die einfach. Außerdem haben wir Spaß damit, ey. Das war, ja, auf jeden Fall kommen wir mal zur nächsten Frage, ne? Mhm. Lieblingsmenü? Ne, Lieblingsspielzeug im Happy Meal oder Junior-Tüte? Bei mir war es auf jeden Fall der Hahn. Da war so ein Wecker, das war so ein Hahn. Und wenn der, also konnte halt dann einstellen, wenn man aufsteht oder so. Und, der ging dann halt dann los um diese Uhrzeit. Dann fing der an, so rum zu krähen und so. Und man konnte den nur ausmachen, indem man den gegen die Wand schlägt. Das war so richtig cool. Wir hatten da so, zu der Zeit hatten wir noch ein Hochbett. Und dann habe ich den immer so gegen die Wand geklatscht. Und manchmal war ein Problem. Da habe ich mich so fest gegen die Wand gehauen. Dann funktioniert, dann ging der immer noch weiter. Und dann musste ich halt runter vom Hochbett und dann dieses scheiß Ding aufheben. Das war ja wahrscheinlich auch der Sinn davon. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Wir hatten auch das fand ich auch cool. War das von. Das war, glaube ich, ja, das war von Happy Meal. Was denn? Das war auch ein Wecker. Und zwar so ein schwarzer, so halb Ding war das, so halb Kreis. Ach so, der mit dem Propeller? Ja, genau. Und da war auch von McDonald's. War so ein Propeller und wenn der Wecker anging, flog der Propeller. Und das ging erst aus, wenn du den Propeller wieder oben drauf setzt. Nein, das war so, dass das Ding hat die ganze Zeit nur so gedreht und wenn du ausgedrückt hast, ging der hoch. So rum war das. Der hat die ganze Zeit nur so gedreht und sobald du dann auf den Knopf gedrückt hast, ist der hochgegangen. Genau, damit du den halt findest. Aber das Problem war bei mir, ich habe den halt angedrückt. Ja, toll, ist der weg. Aber das Problem war, der hat Geräusche trotzdem gemacht, wenn du drauf gedrückt hast. Dann keine fing Ahnung. Das weiß ich doch. Doch. Da habe ich den irgendwann habe ich den auch gegen die Wand geschlagen, dann war der kaputt. Interessant. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und wir hatten so Radio. Da waren so zwei Musik drauf. Das war's. Nee, war komplettes Radio drauf. Da war richtig Radio drauf. Da habe ich so. Nein, das mit dem richtigen Radio ist das dieser Hase. Ja, den nee, das ist ein Teddybär oder so. Nee, ich hab den noch irgendwo. Das ist ein Hase. Nur, dass ich nicht mal diesen Deckel dazu hab. Ich kann nicht sagen, die Spielzeuge viel besser. Teurer. Heute sind nur so kleine Plüschfiguren drin und so. Früher hat man richtig Sachen gehabt mit Technik und so da drin. Ja. Richtig cool. Es gab immer solche Musikboxen. Das meinte ich doch da gerade. Diese grünen, wir hatten so grün und da waren richtig, ja, das war auch mega cool. Viele davon. Wir sind extra zweimal hingegangen, um noch andere Musik zu bekommen. Ja, das war voll cool. Ja. Da hat man sich mal gefreut, wenn man nach McDonald's durfte. Ja. Wirklich immer, es war immer so, wenn wir gesehen haben, so von uns aus der Klasse oder so, hatten was von McDonald's. Mussten wir direkt, da auch hin, ey. Direkt, wenn unsere Eltern uns abgeholt haben, ja, können wir denn mal kurz nach McDonald's gehen, ne, so. War halt cool. Mhm. Die nächste Frage. Was hast du gesammelt? Ja, definitiv Diddleblätter, ne? Boah, ja. Ich wünschte, ich hätte heute noch welche, aber ich habe die mit 13 oder 14 weggeschmissen. Ja, ich auch, weil ich hatte mehrere Stapel. Boah, wie wir richtig damit gedealt haben. Ich weiß noch, einmal am Schulhof, da war so ein Mädchen aus der Nebenklasse. Die hatte so ein richtig schönes, großes Diddleblatt, ne? Komplett voll mit Farbe und so. Da habe ich die so gefragt, so, tauschst du das mit mir? Hat die so gesagt, so, ja, da, aber ich hatte meinen Ordner nicht dabei. Man hatte immer den Ordner dabei, müsst ihr euch vorstellen. Mhm. So kleine Kinder in einem Turnister haben einfach noch so einen dicken, fetten Ordner mit Diddleblättern drin und gar nicht nur. Die Jungs hatten ja noch Yu-Gi-Oh!-Karten und Pokémon-Karten. Manche Jungs haben auch Diddle gesammelt. Ja, bei mir nicht, aber. Bei mir aber. Ja, und dann habe ich die halt so gefragt, ob die mir die halt gibt. Oh, ein Buch. Wow.
Stärke 4 und Rückschuss 2. Interessant. Und, ja, dann habe ich so gesagt, ja, ich hab das nicht dabei, ich bring dir das morgen mit. Ja, dann habe ich dir das abgezockt, ne? Hat die nie bekommen. Ich hab dann immer die... Oder wenn zum Beispiel eine Freundin oder so ihren Block mitgenommen hat, so, die, es gab auch die Blöcke, dann haben wir zum Beispiel immer so eine Seite rausgerissen, haben die dann so heimlich weggesteckt und so. Ja, da war ein bisschen kriminell als Kind schon. Ja. Also das ist das Einzige, was ich in meinem Leben gesammelt habe. Die Blätter. Aber wie sonst was, ey. Da hat man sich zum Geburtstag, hat man sich kein Handy gewünscht, da hat man sich einfach einen Diddl-Block gewünscht. Ja, als Kind sowieso nicht, ey. So mega krass, ey. Ich hatte alles von Diddl, ey. Okay, jetzt nicht alles. Ich hatte, was hatte ich? Eine Diddl-Maus? Diddl-Freundebuch? Wir hatten Jeansjacke, Hose und Pullover hatten wir von Diddl. Hä? Ja, so eine Jeansjacke, da waren da unten so Blumen unten rum und an den Kragen und alles so. Ah ja. Weißt du, und der Hose hatte das auch unten an den Enden. Ja, und der Pullover hatte das auch. Das haben wir so geliebt. Das haben wir nämlich dann auch geholt. Dann kam später, kam dann so mit 13, 14 war so bei mir Bravo, die ich gesammelt habe. Bei dir war es so Wendy. Das habe ich nicht gesammelt. Ich wollte nur die Spielsachen da drin haben. Ja. Das war auch übrigens eine Grundschule. Ja, bei mir nicht mehr. Also auch Grundschule noch ein bisschen, aber nicht so viel Grundschule mehr. Fünfte Klasse. Ja. So viel haben wir jetzt nicht gesammelt. Dann Lieblings-Disney-Charaktere. Charakter oder so halt. Ja, Disneys große Pause, alle Leute davon, würde ich sagen. Ja, das war mir auch. Die haben wir so gefeiert, diese Sendung. Ja. Übertrieben. Was hast du nach der Schule immer geguckt? Ja, Disneys große Pause. Ne, das lief abends erst. Wir meist, Angela Anaconda lief da, glaube ich. Auch, ja, auch. Halt alles, was wir eben gesagt haben. Als wir was älter waren, habe ich immer gerne Hotel 13 geguckt. Das musste ich immer gucken. Das lief immer um 14 Uhr noch was. Das musste ich immer direkt gucken. Das war aber, da waren wir gar nicht mehr in der Schule. Doch, am Anfang schon. Nein, das lief 2014 oder 15. Nee, das da lief die zweite. Wir haben doch, glaube ich, 3 Staffeln oder so gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich könnte gleich nachgucken mal. Warte, ich gucke eben nach. Ja, ist doch egal. Das war richtig cool. Ich würde das heute immer noch gerne gucken. Ja, ja, die kommt aber nicht mehr. Was? Was ist die nächste Frage? Ich guck was nach. Ja, mach doch trotzdem mal die nächste Frage. Ja, ich sehe die aber jetzt gerade nicht. Ha. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Das ist bestimmt so eine XXL-Folge, aber egal. Vielleicht kann ich ein paar Fragen sogar rausschneiden, wenn die uninteressant waren. Es gab ja auch erste Staffeln. Also wir haben, ich weiß gar nicht, welche Staffel wir gesehen haben. Ich habe die erste gesehen. Danach habe ich dir das erstmal gezeigt und dann hast du die auch geguckt. Du hast wahrscheinlich erst auf der zweiten geguckt. 2012, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das 2012 war. Ja, sag doch, wir waren da noch in der Schule. Also ich zumindest. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich war auch noch 2012 in der Schule. Ja, nicht wirklich. Ja. Die nächste Frage ist Lego versus Playmobil. Wir hatten Lego. Nein, wir hatten Duplo oder wie das hieß. Lego Duplo. Diese großen Bausteine hatten wir. Die kleinen hatten wir nur bei unserer Oma. Ja. Aber auch nur im Kindergarten. Bei unserem Cousin haben wir auch auf Lego gespielt. Ich wollte immer das große Playmobil-Haus, das habe ich schon mal in einem Video gesagt. Das wollte ich mal haben, dieses große Playmobil-Haus. Das große Playmobil-Haus. Dann, danach wollte ich auch diesen Ponyhof haben, den es da gab. Ja, obwohl ich mich überhaupt nicht für Ponys interessiert habe, aber ich wollte das trotzdem haben. Ja, wir wollten alles davon haben. Wir sind so oft nach Toys R Us gegangen, haben 20 Euro, haben wir irgendwo. Wir sind immer nach Toys R Us gegangen, haben damit den Spielzeug gespielt. Ne? Zum Beispiel auch mit diesen Playmobil-Sachen, die da aufgebaut waren. Ja. Weil wir das dann nicht bekommen haben, sind wir da hingegangen, haben da gespielt. Und mit diesen Computern, mit den Mathe-Computern und sowas, alles so übertrieben. Ja, yep, das war mal cool. Toys R Us war unser Spielplatz. Also bei mir ist jetzt, ich mag beides. Ich finde Lego, finde ich geil zum Bauen. Playmobil finde ich nur gut zum Spielen, sag ich jetzt mal so. Lego ist für mich eher auch für Erwachsene eigentlich. Und nicht für Kinder irgendwie, finde ich. Ja. Lieblingsvideospiel. Früher in der Grundschule war es auf jeden Fall, also wo wir noch ganz klein waren, haben wir kein Videospiel gespielt. Oh, doch, haben wir wohl. Bei unserem Freund. Ja, aber auch nur, wenn wir da waren. Das haben wir ja nicht jetzt so häufig. Das wäre jetzt krass. GTA. Ich weiß nicht, ob das GTA war oder sowas ähnliches wie GTA. Das war auf jeden Fall so ein Autospiel. Das war GTA 1. Wo man mit dem Krankenwagen fahren konnte. Wir haben immer Krankenwagen-Mission gemacht. Das ist nämlich von 95, das Spiel oder sowas. Ja, das habe ich letztens nachgeguckt mal. Das war auf jeden Fall GTA. Und, wie hieß Tomb das? Tomb Raider. Nein, Lucky Luke. Nein, wie hieß das Spiel, was wir Oliver gespielt haben immer? An Donkey Kong haben wir gespielt. Ja, genau. Donkey Kong. Haben wir so oft gespielt. Und dann kam später Mario natürlich, ne? Ganz klassisch. Erst kam Tomb Raider, wie das heißt. Lucky Luke.
haben wir uns in die Hose geschissen da drin und wir konnten das ja wegen diesen nicht. Löwen und so, war mega gruselig. Vor allen Dingen, kennt ihr, ich weiß nicht, welches Tomb Raider das ist oder Tomb Raider, wie das auch immer heißt. Ich habe immer Tomb Raider gesagt, deswegen bleibt das bei mir auch irgendwie so. Klein, ne? Da gibt es ein Spiel, da kann man so im Garten ein Parcours machen. Und da kann man auch ins Haus gehen und im Haus ist nochmal so eine riesen Turnhalle, wo man auch noch so ein Parcours machen kann. Und da wird immer so dieser Butler. Der Butler, und der lief immer hinter einem her mit diesem mit dem Tablett mit Teeselwies oder so drauf. Und der war immer so groß, der kam immer so einen hinter sich. Man hat sich so umgedreht und auf einmal stand der da, ne? Das war so mega gruselig. Der kam immer, hat immer so gemacht, boah, genau wie bei Shihiros Reise, der Typ da mit dem Geld oder was der auch immer will. Mega gruselig, der Typ. Ja, dann kam Lucky Luke. Boah, ja, immer dieses, das geilste Level war immer das mit diesen Achterbahnfahren, ey. Was wir nie geschafft haben. Wir sind immer noch nicht fertig damit. Ich würde das irgendwie nochmal spielen wollen. Ja, schön, wenn du die CD nochmal findest. Da haben wir nicht mehr. Dann kam, boah, wie heißt das Spiel? Ich hab das hier noch, warte, ich suche das eben. Ja, mit dem Fuchs, ne? Nein, warte, na, das auch, aber ich suche mal das andere Spiel. Warte eben, also, warte eben, unterhalte die Leute mal oder schneid es halt raus. Hä? Wir haben dann, wo wir was älter wurden, so ungefähr 14, glaube ich? Nee, 13 waren wir. Da haben wir ein Nintendo DS bekommen. Ja, schmeiß aus am Boden. Ein Nintendo DS bekommen. Mit dem Spiel Animal Crossing World Wild. Oder irgendwie so hieß das, glaube ich, ne? Das haben wir mega gesucht. Das waren auch die ersten Spiele überhaupt, die wir hatten auf dem Nintendo. Dann hatten wir noch Nintendox. Aber Animal Crossing war ja das geilste. Das gefunden, das heißt Micromaniacs. Das waren diese kleinen Figuren, die so durch die Gegend gelaufen sind. Ach so, dieses Rennen, ne? Ja. Boah, ja, das war so cool. Ich habe gerade die Rede von Animal Crossing. Ja, habe ich immer noch. Und Nintendox. Ja. Und Mario Party, Mario Kart. Halt so die Klassiker. Unsere Freundin hatte immer so, Mario Super Bros. Und sowas alles. Und da haben wir es immer ausgeliehen, haben das dann auch gespielt. Ja. Später kam es dann auch noch auf die Wii. Ja, aber ich finde, die Wii ist eine nette Sache, aber ich finde irgendwie, die Spiele da drauf sind nicht so cool. Das ist so schwierig zum Lenken und alles. Dieses Handling. Für mich ist irgendwie, wenn ich habe auch nie so gesagt, DS oder so. Oder Nintendo DS. Ich habe immer Nintendo gesagt. Also die Marke haben wir immer ausgesprochen. Ja. Obwohl, wenn ich heute noch sage, ja, wir haben immer gesagt, bringst du Nintendo mit. Dann denken jetzt viele, ja, ich bringe jetzt so ein N64 oder so. Weißt du? Aber für uns ist einfach immer der DS halt für uns, der Nintendo. Ja, da werden wir auch Ninja genannt, ey. Ist bescheuert. Ja. Ja, das war auf jeden Fall auch. Und dann später fing das an mit so Handyspielen ein paar. Oder PC-Spiele wie Sims und so. Ja, das war's eigentlich schon. Mit den Fragen. War ja übertrieben lang wahrscheinlich, was wir rumgelabert haben. Ja, ich glaube auch. Vielleicht machen wir es auch in zwei Teilen, keine Ahnung. Nein, ich werde das komplett hochladen. Das ist einfach eine Schill-Folge. Die kann man sich angucken, währenddessen man gerade vielleicht Hausaufgaben macht oder sonstige Sachen macht im Internet. Und ich werde mal gucken, wie viele Fische wir jetzt in der Zeit gefarmt haben. Ja, 51 Kabeljau, 32 Lachs, 14 Kugelfische, eine Angel, drei Nemos, ein Buch und zwei verrottetes Fleisch habe ich. Ich habe 51 Kabeljau, 6 Lachs, 8 Puffis, 2 Knochen, ein Nemo, eine Angel, ein Haken, einen Faden, eine Schüssel. Das habe ich geangelt heute. Gut, dann würde ich sagen, meine Angel ist schon fast kaputt zur Hälfte. Läuft auf jeden Fall. Meine auch. Da sind gar nicht mehr so viele da, alle gegangen in der Zeit. Ich habe 17 Level, alter Schwede, ich habe 10 Level dazu bekommen. 21. Sag schon, das ist übertrieben. Ja, ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, diese XXL-Folge, wollt ihr vielleicht, dass wir über nochmal über unsere Kindheit oder sowas reden? Da wollen wir. Ja, das sind so Gesprächsthemen, die können wir stundenlang führen, weil das einfach irgendwie schön ist. Und ich würde auch gerne mal sowas in dem Stream anfangen zu besprechen, sage ich mal. Also, was ist zu besprechen? Also, mal darüber zu reden. Weil ich finde das interessant, wie bei anderen so ein Kind, so im Kindesalter ein Tagesablauf war. Also ob ihr viel draußen wart oder viel drinnen, was habt ihr in eurer Kindheit so angestellt? Habt ihr viel Blödsinn gebaut und sowas? Ja. Ja, das ist halt so interessant. Also würde ich sagen, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und dann macht's gut, bis morgen, bis später vielleicht, keine Ahnung.
Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.